Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Shantae and the Pirate's Curse. Wir haben im letzten Part Riskys Stiefel aufgesammelt, die es uns ermöglichen, eine Art Charge-Attacke durchzuführen. Ich versuche jetzt erst einmal, alle Käfige hier nach unten zu schaffen. Was geht denn mit euch ab? Ich raff gerade echt nicht den Sinn hinter diesem Rätsel. Verdammt nochmal. Ey, jetzt ist aber auch langsam mal gut, oder? Moment. Okay. Und ich glaube, jetzt müsste ich den hier drücken, damit alle unten sind. Tatsächlich. Nein. Ja. Ich muss alle Käfige auf einer Linie haben, damit ich hier die Blöcke zerstören kann. Na toll. Egal, der Block ist zerstört. Von daher, mein Hauptziel ist ja damit erreicht. So, jetzt muss ich sie alle in die Mitte kriegen. Verdammt. Eieieiei. Also ganz ehrlich, ich habe es immer noch nicht geschafft, diese verdammten drei Käfige in die Mitte zu kriegen. Ich habe keine Ahnung, offensichtlich fehlt mir hier ein wichtiges Puzzleteil oder ich bin einfach nur zu doof dafür. Also werde ich jetzt einfach mal hier an dem Savior vorbeilaufen. Oh nein. Und gucken, was ich jetzt, ja, offensichtlich ordentlich Gegner besiegen. Na komm her. So, sehr schön. Bento Box. Nice. Okay, jetzt sehe ich diese komischen Leichenberge, nenne ich sie ganz einfach mal. Man kann sie am Boden ganz grob erkennen durch ein paar Blubberblasen. Das wäre ja auch sonst zu heftig. Was ist das? Oh nein. Ach du Scheiße. Okay. Ah, verdammt. Nee, das war mir zu riskant. Dammit. Da war das Timing schlecht. Jetzt. Nein, das war wieder zu früh. Alter. Dammit. Das war viel zu spät. Okay. Jetzt. Ach, Mann. Aus irgendeinem Grund geht der scheinbar langsamer runter, wenn ich den Bildschirm verlasse. Okay, jetzt. Jawohl! Das war perfekt. Oh, lol. Krass. Und wir kriegen hier am Ende einen Schlüssel. Perfekt. Für die untere Ebene. Und wieder schnell zurück. Oh Gott! Oh, das war haarscharf. Shantae, das war haarscharf. Holla, die Waldfee. Das speichere ich sofort ab. Mann, Mann, Mann. Okay. So, ihr seht den mittleren Block. Den habe ich
per Zufall zerstören können, indem ich die mit den beiden Käfigen in der Mitte die ganze Zeit so hin und her gelaufen bin, bis Shantae geleuchtet hat aus Zufall. Aber ganz ehrlich, das kann es ja nicht sein. Das kann nicht der Lösungsansatz sein. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Deswegen werde ich erstmal jetzt nach unten durch die verschlossene Tür gehen und dann gucken wir mal, was uns hier erwartet. Oh. Ja. Hep. Nein. So. So rum. Perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Bis jetzt läuft's super. Puh. Perfekt. Weiter, weiter. Oh Mann. Oh Mann. Nein! Alter. Okay. Okay. Kann ich da durch? Das sieht nicht so aus, als ob ich da durch kann. Doch, kann ich, Alter. Krass. Ich wollte es jetzt einmal ausprobieren. Klappt tatsächlich. Ohne Scheiß. Jetzt müsste Shantae doch voll den aufgeschürften Rücken haben. Aber ich bin froh, dass sie keinen hat. Oh, was? Ach so, ich muss wahrscheinlich hier Anlauf nehmen, oder? Oh, ernsthaft? Oder muss ich dann R2 drücken? Ja, oh lol, okay, okay, Alter. Das hat mich jetzt überrascht. Verdammt. Voll verkackt wieder. Oh lol, shit. Alter, das muss ja echt perfekt sein. Habe ich noch Auto? Nee, ich habe gar keine Autotränke mehr. Hehehe, super. Ernsthaft? Nice. Ah, ah, Alter. Boah. Heftig. Heiliger Bimbam. Muss ich hier wieder irgendwo runter? Ja. Hab's doch gewusst. Okay. Sehr gut. Weiter, weiter. Aha. Sieht gut aus. Ah. Ja, ja. Diesmal habe ich euch gesehen, ihr Mistviecher. So. Uah. Haut doch mal ab und lasst mich in Ruhe. Gott, ey. Nein. Nice. Alles wieder voll. Puh. Ui. Okay. Ah, shit. Okay, boah, gerade noch so geschafft. Nice. Mhm. Gut. Ja, da komme ich nicht weiter. Okay. Sehr gut. Okay. Lol, was? Was? Nicht euer Ernst. Wieso konnte ich den jetzt nicht benutzen, verdammt? Momentchen mal. Das versuche ich jetzt aber nochmal. Jetzt müsste der Käfig ja wieder da sein, theoretisch. Nein! Oh. Ich will den Herztintenfisch haben, das muss doch möglich sein. Ah, damit kann ich die Plattform, okay. Interessant. Nein. Ja, okay, mit dem Käfig kann ich offensichtlich nichts mehr machen.
Ah, aber mit dem hier. Okay, von dem Käfig aus kann ich mich doch fallen lassen. Zum Herz. Jawohl. Nice. Sehr gut. Einen weiteren der Herztintenfische. Perfekt. Und wieder hoch. Sehr gut. Ja, ruhig wieder hoch. Danke. Oh je. Warum zittert die Vase so komisch? Okay, die hat nur geschimmert, wie es aussieht. Oh, jetzt muss ich wieder durchchargen, wie es aussieht. Jawohl. Oh, lol. Krass. Nein! Verdammt. Das war jetzt doof. Okay, das reicht. Zack. Ich höre immer viel zu früh mit damit auf. Das ist mein Problem. Oh, Leute. Leute! Was war das denn jetzt? Okay, ah, jetzt bin ich wieder hier gelandet. Was macht der Schalter? Ah, seht ihr? Ich hätte diesen Schalter betätigen müssen. Okay. Also das ganze Rumgerätsle von wegen, wie kriege ich das Zeug in der Mitte weg, war vollkommen umsonst. Ich hätte einfach nur weiter Progress machen sollen, dann wäre das automatisch gekommen. Alles klar. So, hier charge ich wieder durch. Nein, verdammt. Hat nicht ganz funktioniert. Um nicht zu sagen, überhaupt nicht. Ja. Okay. Jesus! Ich habe gar nicht gewusst, dass hier so ein Auftrieb ist. Das hat mich überrascht. Okay. Ach, dammit. Verdammte Flammen. Na. So. Oh Mann. Was sagt die Karte? Ich bin wahrscheinlich schon am Ende angelangt. Also jetzt wird wahrscheinlich der Boss kommen von diesem Dungeon. Dann speichere ich jetzt ab und fordere mal den Boss heraus. Eieieiei. So, wie schaut's gerade von der Zeit her aus? Oh, ich habe mir gar keinen Wecker gestellt. Moment. Ja, paar Minütchen haben wir noch. Alles gut. Na dann, das sollte doch hoffentlich ausreichen, um den Boss zu erledigen. Ich werde den beim ersten Mal wahrscheinlich eh nicht schaffen, da seine Attacken extrem stark sein. Alter. Darche. Vollkommen falsch geschriebene Monstrosität. Okay. Das ist witzig. Oh Gott. Oh, lol. Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay. 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 What the fuck? Mit einem Treffer macht er direkt 3 Schaden, oder was? Übertreib. Eieieiei. Na, das kann ja heiter werden. Vollkommen falsch geschriebene Monstrosität ist echt gut. Sehr gut. Ah, verdammt. Gut. Oh, lol. Okay, das Ding war es, das mich... Wow. Okay, krass. Wir haben dem 8 Schaden gemacht. Nicht schlecht. Alter, ist das dein Ernst? Was geht denn ab? Diese herabgelassenen Felsen, die machen unfassbar viel Schaden, aber wie soll ich denen bitte schön ausweichen? Kann ich doch gar nicht, nachdem ich diesen Sprint gemacht habe. Auf jeden Fall erstmal direkt nach rechts. Okay. Really? Was? Das kann doch nicht sein. Alter.
Das sind teilweise schon Treffer, für die ich eigentlich nichts kann. Jawohl, danke. Ah. Okay, sobald ich den einmal getroffen habe. Gut. Dann mache ich einmal Monstermilch und diese Super Pipe Balls rein. Ja, genau. So. Mistkerl. Was? Komm jetzt her. Danke. So, volle Kanne drauf. Okay. Ja, habe ich mir gedacht, dass der jetzt den Atem in die Richtung macht. Hep. So. Okay. Uah. Okay. So, let's go, let's go, let's go. Oh nein, das war viel zu weit weg. Schande. Ah. Ah, Alter. Okay, jetzt ist er schneller. Junge! Was? Was war das denn jetzt bitte für ein Treffer? Oh, krass. War's das schon? Lol. Okay, das war einer der schnellsten Bosse ever. Krass. Oh. Gut arbeitet habe ich jetzt bekommen als Trophäe. Auch falsch geschrieben. Nice. Das war witzig. Tinkerbats schon wieder. Hey, komm zurück. Eine neue Karte. Das ist die Karte der Frostbeuleninsel. Alles klar. Oh yeah. Hallo, ich warte auf dich. Oh, hallo mein Herr. Ich bin mit Joker vor der Tür guter Freund geworden. Er kennt die linke und die rechte Faust jetzt bei Vornamen. Das Dorf der verlorenen Seelen, aber jetzt sind alle frei. Das ist toll. Aber es wollen nicht alle gehen, denke ich. Manche warten darauf, dass eine wichtige Person zurückkehrt. So wie ich es tat. Okay, ich gehe, um mein kleines Mädchen zu finden. Ich erinnere mich jedes Mal an mehr. Oh, ich habe Geschenk für dich. Du hast die verlorene Seele erhalten. The fuck? Eine Seele, ich habe sie verirrt im Dorf gefunden. Vielleicht ein Neuankömmling. Sie schläft gerade, vielleicht schaffst du es, sie zu wecken. Finde eine Lösung, ja? Nimm sie. Klar, gerne. Viel Glück. Eines Tages werden wir beide finden, was wir suchen. Viel Glück, mutiges Mädel. Immer daran denken. Kobold schießen, Baumstamm umdrehen. Was auch immer du tun musst, damit Traum wahr wird. Kobold schießen, Baumstamm umdrehen. Ich habe das Gefühl, das ist ein Code, den ich mir für später merken muss. Okay, Leute, bevor ich allerdings zu Risky zurückkehre, werde ich noch einmal versuchen, den Boss, den Dargon, einmal ohne Schaden zu besiegen, damit ich die Trophäe dafür bekomme. Bis gleich! So, habe den Dargon besiegt und oder den Dargon, ich weiß jetzt nicht genau, wie er noch einmal falsch buchstabiert wird. Jedenfalls, ich habe den in relativ fixer Zeit tatsächlich ohne Schaden hingekriegt. Ja, und jetzt würde ich gerne mal diesen komischen Kerl ansprechen. Mal gucken, was er zu sagen hat, nachdem der eine Kerl ihm die linke und die rechte vorgestellt hat. Der Wanderer hat die anderen befreit. Das Gleichgewicht ist gestört. Der Meister wird nicht erfreut sein. Wer ist denn dein Meister? Der Pirate Master oder was? Gehe ich immer stark von aus. Ja, super. Okay, ne, wisst ihr was? Von hier aus werde ich garantiert nicht mehr, ich werde jetzt einfach die Piratenfackel benutzen, damit ich direkt wieder zurückkomme. Zack. Ich habe keinen Bock, mich wieder durch die ganzen Schlammmonster zu kämpfen. So. Du bist zurück? So wie es aussieht, hast du es geschafft. Gerade so. Ich habe deine Stiefel gefunden, Risky Boots. Ha, verstanden, weil sie hat Boots als Nachnamen. Ha. Urkomisch. Und die Quelle des Bösen, des Pirate Master? Ich habe mich darum gekümmert. Dann lass uns von hier verschwinden. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
Du gibst Frostbeulenkarte. Alles klar. Ah, das soll ein Gletscher sein und nicht einfach nur ein kahler, spitzer Fels. Okay. Alles klar. Ich werde aber zuallererst nach Scuttletown zurückkehren, denn ich habe ja wieder ordentlich Juwelen zusammen. Wow, jetzt fällt mir das gerade erst wieder auf. Alter, der Ammo Baron, und da oben steht er sogar. Der Ammo Baron hat hier die gesamte Stadt in eine Stein- und Metallstadt verwandelt. Krass. Und von innen sieht es natürlich genauso aus wie vorher, die ganzen Läden. Ist ja okay. So, Autotränke als allererstes, die brauche ich definitiv wieder. Ich gucke erstmal unten, habe ich da irgendwas Neues? Oh, leider nicht. Ich hatte gehofft, ich wäre in der Lage, diese Stiefel aufzuwerten. Ich könnte den Powertritt lernen. Mache ich mal. Warum nicht? Ich habe ja genug Geld. Passt ja. Und für den Rest des Geldes hole ich mir Autotränke en masse. So. Tränke. Einen Trank könnte ich mir noch kaufen. Oder zwei, wie es aussieht. Jawohl. Gut. Den Rest kriege ich theoretisch auch von den ganzen Monstern. Von daher, mehr Geld muss ich nicht ausgeben. Okay. Dann werde ich mich noch einmal heilen. Und dann werde ich einmal den Ammo Baron ansprechen. Was zur Hölle? Nicht du schon wieder. Ich dachte, ich wäre dich endlich los. Du solltest dich schämen für das, was du an diesem Ort angerichtet hast. Der letzte Bürgermeister war nicht der hellste? Und das ist noch eine Untertreibung. Ha! Aber wenigstens hat er sich um uns gesorgt. Du benutzt diesen Ort nur für deinen persönlichen Nutzen. Das ist meine Stadt und ich werde tun, was ich will. Mist. Wann wird diese verdammte Zielvorrichtung endlich ankommen? Und wo steckt Barracuda Joe? Ich kann sie nicht ohne ihn einbauen. Hast du ihn vielleicht gesehen? Relativ unscheinbarer Typ. Und was ist mit meinem neuen Rekruten passiert? Wenn ich so darüber nachdenke, sind sie niemals vom Palast zurückgekehrt. Warum brauchen die so verdammt lange? Wir können ohne sie auch nicht loslegen. Apropos Barracuda Joe. Hast du Bolo gesehen? Ich könnte etwas Hilfe beim Kiesmachen gebrauchen. Kiesmachen, ernsthaft? Okay, schade. Ich hatte gehofft, dass diese verlorene Seele dem Bolo gehören würde. Ne, nicht Bolo, Barracuda Joe meine ich. Aber scheinbar nicht. Oh, hallo. Chante, hast du irgendwo Bolo gesehen? Er scheint verschwunden zu sein. Ich glaube, ich war zu hart zu ihm. Er war ein toller Assistent, auch wenn er wohl viel lieber draußen gewesen wäre, um die Welt zu erforschen. Er mag halt alte, staubige Dinge nicht so gerne. Ach, Onkel. Aber dieses Experiment war anders. Ich wollte die verschiedenen Effekte von Magie beweisen. Und ich dachte, wenn ich die Magie irgendwie speichern könnte, dass ich dir dann auch helfen könnte. Bei was? Oh, vergiss es, ich bin nur ein törichter alter Mann. Ich hoffe nur, Bolo geht es gut. Oh, das hört sich jetzt stark danach an, als ob der Onkel an einer Methode arbeitet, wie Shantae an ihre magischen Kräfte zurückgelangt. Das ist ja geil. Also das würde ich sehr begrüßen auch. So. Dann werde ich nochmal ganz kurz zum Palast reisen. Bam, 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 bam. Bam, bam. Bam. Wow, Alter. Okay. Nice. Tschüss. Keine Zeit zum Speichern. LOL. Alter, ist nicht euer Ernst. Was zum Teufel? Man konnte da drunter durchbrechen, das wusste ich gar nicht. Wie geil war das denn jetzt bitte? Oh, Hallöchen. Wieso schaue ich mir diesen Loser überhaupt an? Er sollte doch eigentlich Branson sein. Los, mach schon, verwandel dich, voll die Abzocke. Schau, Brandon ist wieder da. Er verwandelt sich gleich in Branson. Er ist einer der beliebtesten Helden dieser Welt. Aber wo ist sein verzaubertes Schwert? Seid ihr nicht die beiden, die auf der Spucke-Insel in Spucke gebadet haben? Okay, interessant. Sie gehören also in Wahrheit zum Ammo Baron. Und was mit dir? Das verzauberte Schwert ist wahrscheinlich gut gesichert in einer Wüste untergebracht. Alles klar. Das ist schon mal gut zu wissen. Also ich muss das verzauberte Schwert jetzt scheinbar finden in der Wüste. Da wissen wir ja direkt, wo wir suchen müssen, ne? Ist das krass, ey. Wir können jetzt einfach volle Kanne überall durchstarten. Also mit dieser... Mit Risky Boots Stiefeln lässt es sich ja verdammt gut reisen. Das ist ja der Hammer.
Das gefällt mir richtig gut. Alles klar. Na dann. Risky, wir müssen auf jeden Fall jetzt zur... nee, nicht nach Scuttletown. Hier, Bräunungsinsel. Jawohl. Und hier werde ich höchstwahrscheinlich irgendwie an ein Item kommen. Ja, verdammt. Ah, ich habe zu spät gedrückt. Verdammt. Nein, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so früh fertig ist. Schade. Oh, Fleischspieß bekommen. Nice. Ja, okay, spätestens hier hätte ich das nicht mehr weitermachen können. Oder? Momentchen mal. Ich werde das doch nochmal eben ausprobieren. Mal gucken, ob es klappt. Oh, jawoll! Nice! Oh, shit. Okay. Über die Dinger muss ich auf jeden Fall auch mit den Stiefeln laufen. Oh! Komm schon! Alter, wie viele sind denn hier? Das ist nicht euer Ernst. Was geht mit euch ab? Übertreibt more, ihr Entwickler. Was zur Hölle? Was ist das denn? Ah, das verzauberte Schwert. Jawoll. Okay, perfekt. Damit kann sich dieser Brandon auf jeden Fall zurückverwandeln. Verdammt. Ich muss hier in dem Raum auf jeden Fall schon die Attacke starten. Jetzt. Let's go. Super Pikenball. Nice. Nochmal ein Pikenball. Wir kriegen unfassbar viele Items auf diese Weise. Das ist auch witzig. Krass. So, das Viech werde ich eben noch erledigen. Ihr seht, das ist eigentlich ziemlich easy. Mit dem Skimitar. Oh, du Sau. Ja, nice. Damit hätten wir die verzauberte Klinge ja bereits geholt und können direkt weitermachen. Ach, Moment. Dabei fällt mir ein, ich habe doch hier auf der Insel ein Item gesehen, an das ich nicht rangekommen bin, weil ich das Skimitar noch nicht... das Skimitar sage ich schon. Weil ich diese eine Sprintattacke noch nicht hatte. Momentchen mal. Let's go. Ah, verdammt. Der Spaß hielt ja kurz an. Oh, Manno. Warum sind hier überall Stolpersteine? Dammit. So, einen Gegenstand kann ich jetzt definitiv auf der Insel noch erreichen. Das weiß ich. Ah, okay. Dammit. Ah. Okay, okay. Nochmal gut gegangen. Verdammt. Dammit. Mistvieh. Aber wenigstens kriege ich dafür Supermonstermilch. Immerhin. Okay. Ah, es sind einfach nur Rubine versteckt. Jawohl. Diese Viecher, die ich jetzt gerade erledige, halb Skorpion, halb Frau, die droppen unfassbar oft Supermonstermilch oder Super Pikenball. Also falls ihr diese beiden Items farmen wollt, diese Viecher erledigen, sobald ihr das Skimitar habt. Richtig easy. So. Ach verdammt, ich glaube, ich bin jetzt an der Stelle vorbeigelaufen, oder? Das war doch die eine Stelle, wo ich mich hätte reinfallen lassen können. Damit. So. Wo ist sie denn jetzt gewesen? Die war hier ja irgendwo. Nice. Hier ist sie. Da hätte ich mich reinfallen lassen müssen. Jawohl, das ist es. Okay, perfekt. Jawohl. Nice. Und hier ist eine Tinkerbett. Haha. Sehr gut. Damit haben wir eine weitere dunkle Magie. Bams. Sehr schön. So, und weiter geht's. Oh, okay. Und dann kommen wir hier wieder raus. Interessant. Gut. Um das Ganze zu beschleunigen, werde ich jetzt nochmal die Piratenfackel einsetzen. Zack. Geht deutlich schneller. So. Okay.
Dann können wir ja wieder nach Scuttletown zurück und dem Branson sein Schwert zurückgeben. Vorher werde ich mich nochmal komplett voll heilen. Ist zwar nur ein Viertel Herz, aber meine Güte. Könnte trotzdem wichtig sein. Oder lebensrettend. Let's go. Die Attacke ist so unglaublich genial. Ihr glaubt es gar nicht, wie sehr ich diese Attacke gerade liebe. Und wir machen auch noch unfassbar viel Schaden. Habt ihr das gesehen? Wir machen mit jedem weiteren Gegner, den wir dadurch besiegen, mehr Schaden. Das ist echt krass. Moment. Ich möchte hier auf jeden Fall, jawohl. Genau richtig. Nice. Perfekt. Und weiter, 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 weiter. Nice. Hallo Branson! Hab dein Schwert! Ist das etwa die verzauberte Klinge? Hast du es gefunden? Bitte! Du gibst die Klinge. Mein Schwert! Jetzt, da ich es habe, sollte ich mich etwas rar machen. Ich bin mir sicher, dass mein guter Freund Branson bald hier erscheinen wird. Oh, wow. Shh! Er wird die Worte sagen! Hey, Leute! Wir sollten eine passende Tasche dazu suchen! Es gibt keinen Grund, dass nur Frauen auf passende Accessoires achten sollten. Das stimmt doch, oder? Hey, lauf nicht weg, komm zurück! Das ist sowas von He-Man, Alter. Es ist Branson! Brülle deinen Schlachtruf! Ich habe die Kraft! Nun denn, mal nur drei Gefährten kennen mein Geheimnis. Die kahle Zauberin, der Mann mit Waffen und der komische Magier. Und jetzt ich, vier. Genau, vier. Zusammen beschützen wir Schloss Boneface vor den grausamen Heeren der Geister des Sensenmanns. Boneface statt Skeletor. Oh Mann, der Name passt aber auch wie die Faust aufs Auge. Ey. Wer spätestens jetzt nicht gemerkt hat, dass es sich hierbei um einen He-Man-Abklatsch handelt, der hat eine deutliche Wissenslücke. Oh, deine Abenteuer klingen irgendwie viel cooler als meine. Das sind sie auch. Ich bin auch ein exzellentes Vorbild. Bin ich gar nicht, dank meines cholerischen Wesens und meines fremdländischen Outfits. Merk dir da einfach das, Kind. Es geht nicht um das Äußere, wie die Haut oder die Haare. Es geht einzig und allein nur darum, was in dir ist. Ein freundliches Herz, Blut und Mumm. Das alles lässt deinen Körper schön rund werden. Danke, das bedeutet mir viel, Brandon. Wer ist Brandon? Vergiss es, du bist derselbe Typ, nur jetzt mit einem knalligen Oberteil. So, die Show ist vorbei, ihr könnt nun gehen. Und denkt dran, erzählt immer die Wahrheit und seid ehrlich. Zu euch selbst. Oh gut, dass wir es gesehen haben. Ja, der Geist des Sensenmanns wird gutes Geld für diese Info zahlen. Gehen wir zurück zum Ammo Baron, ehe er merkt, dass wir weg waren. Tschüss, Süße. Was, die Mädchen von der Spuckinsel? Arbeitet ihr für den Ammo Baron? Hast du es jetzt erst gecheckt? Ich habe keine Ahnung, wie ich mich zurückverwandeln kann. Opfer. Du Opfer. Okay, dann sprinten wir mal zum Ammo Baron zurück. Ja, Barracuda Joe, habe ich keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Ich habe ja eine verlorene Seele wiederbekommen, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht soll ich sie zu Rotty Tops bringen? Könnte das was bringen? Ich weiß es nicht. Ich gucke mal gleich. Zwei seiner Männer haben wir ja jetzt wieder beschafft. Und ich habe das Gefühl, wir müssen das erledigen. Ich brauche immer noch die Zielvorrichtung und diesen taugenichts Barracuda Joe. Okay, die Frage ist, wo könnte Bolo jetzt sein? Ich gucke mal beim Bürgermeister nach. Wow, was war das denn?
Okay. Hä? Das war ja irgendwie sinnlos. Die Sonne ist so heiß und ich kann meine Augen nicht offen halten. Ich kann zwei Gläser Super Monstermilch hintereinander trinken, kein Problem. Hast du welche? Okay. Danke, hier sind 75 Juwelen. Nur? Für so zwei Super Monstermilch? Dein Ernst? Alter, dir gebe ich nie wieder was. Geizhals. Wo zur Hölle ist der Bolo abgeblieben? Moment. Ich habe nicht in der Kanalisation nachgesehen. Dort könnte er sein. Na, Moment. Ich muss in der Stadt noch den Turbo-Boost erhalten. Ach, verdammt. Ich merke jetzt gerade, ich habe viel zu lange wieder gebraucht. Oder, ja. Ich habe den Part schon viel zu lang gemacht, oder? Dammit. Ich habe jetzt erst gecheckt, dass ich eigentlich den Part beenden wollte, aber es nicht gemacht habe. Fuck. Ich werde gleich nochmal nachgucken, wie viel Zeit der Part insgesamt hat. Solange er ungefähr eine halbe Stunde lang ist, passt das ja noch. So, Momentchen. Okay, ups, der Part ist circa 35 Minuten lang, wenn ich das mir jetzt richtig angeguckt habe. Kann aber auch sein, dass ich noch ein kleines bisschen rausschneiden kann. Ich muss am Ende gucken, welches Material ich ruhig rausschneiden kann und welches nicht. Jedenfalls werde ich den Part an dieser Stelle auf jeden Fall beenden. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute, und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von Shantae and the Pirate's Curse, wo wir mal nach Bolo in der Kanalisation gucken werden und ihn hoffentlich seine Seele wiederbringen können. Denn ich habe das Gefühl, sein Verschwinden und das Erhalten einer neuen, verlorenen Seele sind kein Zufall. Na dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.